Aber na. Da ist er. Was? Da ist er, da kommt er. Auf 300. 280. Jetzt im toten Winkel der Kamera. Tausend von uns entfernt. Was, wie weit? 1000 Meter war er. 700, 800, 800 genau jetzt. 200 Grad. 500 auf 190, 180, 160, 130, 120. Ja, dann gibt's den anderen durch, ne? Ja, ich finde gerade nicht so wirklich einen Punkt, den ich realisieren kann auf der Map. Ach, wo sind wir denn jetzt? Aha, einer ist stehen geblieben, das kann ich gut gefahren. So, 110, 110. Auf der Map gesehen. Nochmal Information für alle, das Fahrzeug, in dem sich der Warlord befindet, ist ein SUV. Hier zwei weitere Schienenmasse gesetzt. Was war das mit dem Fahrzeug? Der Typ sitzt in einem SUV. Feuerrichtung, drei Ziele gesichtet. Daniel, ich komm erstmal rein hier. Laufrichtung Richtung Gebäude, Laufrichtung Richtung Gebäude. Die haben hoffentlich ein großes Funkgerät dabei, ne? Die haben auch. So, wir sind fertig! Nein. Weil wenn jeder kackt, hat ein ganzes Akkraft. Ich hab das scheiß Problem, dass ständig ich irgendwelche Leute höre, die mit mir reden und plötzlich sind. Siehst du den Konvoi eigentlich noch irgendwo? Ja. Siehst du den Konvoi irgendwo?
Ziemlich aufgeteilt, ja. Auto Männer ist weiter. Ja, fahrt ihr vor jetzt. Da fährt er, ja. Da fährt der SVU. SVU. Ist Richtung. 300. Genau jetzt. 500 Meter. 580. Gar nicht drauf, Henning. 270 jetzt. Aber nicht. Finger auf die Mutter, halt drücken. Fährt jetzt links. Macht ihr nur eine Mission gerade, seid ihr schon drin? Okay. Aber habt ihr schon angefangen? Okay. Bitte nur Aufnahme. Danke. Ist jetzt auf 160? Nee. Sonderkugel. Ich glaube, wir stehen unter schweren Feuer. Ja, genau. Irgendwie verloren, muss halt außer. Biegt jetzt links ein. Kannst du dir mal eine Markierung geben? Wir sollten vielleicht mal hier unten runter abfahren, ne? Die auf der Karte markiert sind. Jo. Ich habe ihn verloren oder so. Ah, da steht er. Neue Bahnübersetzung. Zeichnung 40 befindet sich ein ziviles Fahrzeug. Ich korrigiere ein gepanzertes Fahrzeug. Er fällt wieder hoch. Das war rechts rum, Möhre. Also ich hatte es gar nicht mehr, wo ist. Dadurch, dass ich es geguckt habe. 80. Ja. Die gleiche Straße, der fährt bloß wieder hoch. Habt ihr ein feindliches Fahrzeug? Andere Seite, hinter euch, Richtung Westen. Rechts die Straße runter, korrigiere, rechts die Straße runter, 200 Meter. Richtung Nordwesten, ist jetzt abgebogen in die rechte Straße. Er fährt wieder nach Norden, Hauptstraße westlich von euch. Oh, jetzt ist er am Haus. Die fahren doch völlig in die falsche Richtung. Die fahren doch so gut, wie sie in die Ziele gekommen. Das ist 30 Meter neben uns. Also es ist ziemlich schwer umzudefinieren, wenn du immer dich bewegst. Ja, ich kreise eigentlich über die ganze Zeit rum. Ja, es ist ja völlig in Ordnung, aber es ist schwer umzudefinieren. Bitte Position angeben auf Karte und dann rufen wir euch an. Wir sind an der Tankstelle, in eurer Nähe. Wir haben es. Gepanzert wird im Fahrzeug, neuer Marker 6. Ich hole erstmal unsere Männer ab. Meine. Die fahren dahin, fahren dahin. Wo ist der? Ich weiß es nicht genau, was wir sagen. Da ist er, genau, 230, jetzt genau unter uns fast. Ja, ich sehe. Habt ihr nicht gesagt, ihr habt euer Fahrzeug verloren? Das gepasst hat nicht. Nein. Ziel bewegt sich nach Westen. Verfolgt im Hubschrauber. Neuer Marker gewidmet, Ziel. Dann, ihr müsst nach Westen. Ja, wir natürlich mit Uhr. Da sind wir ja gerade unterwegs. Muss man nur einen Knopf drücken, und dann kommt ein Macker von mir.
Ja, und das ist langweilig. Ja. Ziviles Fahrzeug? Nee. Das ist ein ziviles Fahrzeug. Das ist ein ziviles. So einfach wollte ich es nicht machen. Marke wurde ergänzt mit Kennzeichnung 8. Da kommen sie. Zwei Straßen weiter und dann links einbiegen. Rechts. Rechts. Echt von denen aus gesehen rechts. Ich kann es in unserer Kammer aufhalten. Oh Mann. Gani ist ausgeschaltet. Nein, gar nicht, leben noch. Sehr gut. Der war jetzt cool. War das so der SUV? Ja, der andere Teil des Konvois hat sich irgendwo stecken geblieben, aber Aufgabe erfüllt, aber ihr funkt nicht das Hauptquartier an. Rückkehr zur Basis. So. 320-300 Meter entfernt Feindgruppe, nahe der Ruhr Hörger. Nächste Einfahrt rechts oben, sollten Feinde vor euch sein. Erster Feind läuft gerade auf euch zu. Erster Hand ist links, fein. Immer noch links von euch, läuft gerade weg von euch. Ist gerade an euch vorbeigelaufen vor euch. Versucht nun zu fahren oder was? Das war fein, kann auch wohl zu Litz sein. Genau. Nee, bestätige Übernahme. Zähne ist um die Ecke gelaufen und rennt weiter weg. Wir sind zur nächsten Straße. Eine Straße voranfahren und dann rechts rein. Halt vorne. Läuft weiter nordwestlich zur nächsten Straße. Läuft jetzt endlich die Straße entlang. Die nächste Straße entlang. Gezielt auf uns. Soll ein Rakete fressen? Nee, nee. Also ich fühle mich jetzt fast schon als Polizist hier. Also so ständig fahren und durchgehen hier. Ja, und das ist doch auch mal cool. Schaltet. Ey, ich wollte dich gerade nicht überstehen. Oh.
Noch mit. Warte, ein Schau. Auf 166, feindlich in 7 enthält. Ich muss nochmal über unsere Doppelfunk. Wiederhole auf 73, auf 73, feindlicher 7. Hier vor die Zone, wo sind wir denn? Ja. Fast unter uns. Ja. Wiederhole auf 66 Grad, feindliche Schiene, Entfernung 600 Meter. Verstanden. Circa Position auf Map mit Fragezeichen markiert. Ich stell dir was vor. Bestätige gute Wirkung. Ja, da muss jetzt Gunman die vorderste Front übernehmen, da haben wenig Munition. Gunman, du machst jetzt Führungsfahrzeug. Ja, ich muss mit zwei drin sein, aber halt hinten kommt verloren. Ja, sollten eigentlich drei drin sein hinten. Der eine. Ja. Ziemlich weit nördlich müsste noch einer sein. Gunman mit Verletzten. Außer das war jetzt der. Kriegen wir vielleicht mal eine Mittelpiste unten? Ja, kannst du ein bisschen rechts oder links fliegen? Fordert auch noch einen Light Drop an. Supply ist für die Humvees draufgegangen, nichts gibt's. Gun. Weiteres Fahrzeug entdeckt, Richtung 10. Entfernung 1 Kilometer. Ja, komplett Blackout. Aber Blackout. Ja, verstanden, ihr holt Stopp. Die zu Sunny. Sunny hat Blackout, ich brauche eine Sunny-Kiste, das bin zackig. Hallo, ihr habt doch gesagt, wo sie ist, auf 10 Grad, 1 Kilometer. Gunman hat Blackout. Ja doch. Was ist da unten los? Ihr könntet aber auch schon längst wieder zurück in die Basis fahren, ne? Denn? Seid ihr zurück? Du scheiß Antwort. Okay, wir fahren zurück in die Basis, bringt nichts. Habe ich die Bestätigung Hellfire abgefallen auf letztes Fahrzeug? Das ist kein Hellfire, das ist nur ein Hydra, aber ja. Also was weiß ich. Ich weiß nicht, dass das ihre Entscheidung höre, nicht dass er kurz davor verreckt. Siehst du's? Das geht mir richtig scheiße. Ziegewirt. Ja, das ist mehr oder so. Da, ich sehe aber Kilo. Das wurscht. Lass mich das zurückfahren. Hätte einen Antrieb machen können. Mini-Mini-Mini-Gun hier. Ja.
Schau mal auf die Karte, was ist mit dem anderen Humvee? Fährt der noch? Ich sehe nur einen Mapmarker. Ja, das ist der andere Humvee. Warte mal, ich guck mal mit der Kamera da hinten. Da vorne bewegt sich einer. Ja. Und hinter uns bewegt sich auch einer. Ist auch schön, ich kann da hingucken. Ja. Drei haben die Kräfte ab. Wo ist ein anderer? Ach, da drin ist er. Passt schon. Nein, nein, nein. Schieß nach vorne. Erlaub uns zum Zurückschießen. Da ist der eine, wo ist der andere? Bin ich auf der Straße gefahren? Feuer an? Was ist jetzt der andere? Nee, kann ihn nicht entdecken. Wo ist denn der zweite? Haben wir. Da! Und jetzt hört man auf uns zu schießen, also dann schieße ich zurück. Auf 40 Grad, 30 Grad ist er jetzt. Mit noch mehr will. Sehe ich. Steht. Wo stehen die? Wir sind zurück in der Basis, her mit der Sanikiste, zack, zack.
Darf ich mir die Kiste mit Raketenantrieb schicken? Oh.